Leute, Namaste, willkommen in meiner indische Küche. Heute gibt es ein Reisrezept, das ist Spinatreis. Besonders mit frischem Spinat schmeckt es sehr lecker. Und an warmen Tagen können wir es mit Gemüsereiter essen. Oder es schmeckt auch sehr lecker mit einfach roten Linsen. Dafür brauchen wir nur einige Zutaten. Und besonders eine gute Qualität Basmati-Reis ist sehr wichtig. So, jetzt fangen wir mal an. 200 Gramm Basmati-Reis. 150 Gramm Spinat, den habe ich schon vorher klein geschnitten. 400 Milliliter Wasser. 2 Nelken. 1/2 Teelöffel Kreuzkümmel. Salz. 1/2 Teelöffel Garam Masala. Es ist eine Gewürzmischung und das Rezept ist schon auf meinem YouTube-Kanal. Ein Knoblauchsee. Ein kleines Stück Ingwer. Und eine Zwiebel. Zuerst waschen wir den Basmati-Reis sehr gut, bis das Wasser klar ist, damit sie nicht zusammenkleben. Dann lassen wir den Reis für ca. 20 Minuten zum Einweichen. Dann zerkleinern wir Ingwer und Knoblauch, so dafür die beiden in einen Mörser geben und gut zerkleinern. Danach nehmen wir das übrige Wasser aus dem eingeweichten Reis heraus, Öl in eine Pfanne erhitzen, Kreuzkümmel, Nelken und Zwiebeln hinzufügen und auf mittlerer Hitze kurz mal anbraten. Spinat hinzufügen und ich habe gerade gemerkt, dass ich den zerkleinerten Ingwer-Knoblauch vergessen habe. Also vor dem Spinat fügen wir Ingwer-Knoblauch hinzu. Ich gebe die auf eine Seite dazu und es funktioniert auch gut. So, jetzt alles gut, ca. 2 Minuten anbraten. Dann fügen wir den eingeweichten Basmati-Reis, Wasser, Salz und Garam Masala hinzu. Und bitte nicht so stark rühren, ansonsten könnten die Reiskörner kaputt gehen. Hier lege ich eine Scheibe Zitrone dazu. Das gefällt mir und ich empfehle euch auch, es zu probieren. Dann Zutaten auf mittlerer Hitze für ca. 8 Minuten köcheln lassen. Danach schalte ich den Herd aus, aber lasse die Pfanne auf den Herd für ca. 15 Minuten stehen. Und jetzt sind die bereit. Und damit habe ich hier Gemüsereiter. So, dafür im Joghurt gebe ich Gemüse, Kreuzkümmelpulver und Himalaya-Salz hinzu. Und alles gut vermischen. Es ist eine super simple Joghurtsoße und schmeckt sehr lecker zu diesem Spinatreis. Ich hoffe euch, dass es euch gefallen hat. Bitte versucht mal, die Zutaten stehen unter in der Infobox und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!